Yo, ihr glaubt, ich mache diese Kinderkacke, weil ich rappen liebe? Es ist so, dass ich auf Kohle spekuliere. Ich brauch Material, weil ich gerade mein Raumschiff repariere. Ich bin hier nur aus Zufall. Ich dachte, ich flaniere. Immer auf diesem tollen blauen Planeten, wo die Leute immer noch Männer mit Bärten anbeten, um hier 7 Milliarden Idioten zu erleben, die sich selber in die Hände von Despoten ergeben. Statt diesen 1% auf die Pfoten zu geben und denen mal mit Schmackes in die Hoden zu treten. Doch sie sind brav wie Schaf und wach wie Brot. Sag ihnen, ein X ist ein U und sie lachen sich tot. Sie sagen, das weiß auch jedes Kind, dass ein X kein U ist. Hey! Du weißt nur wirklich, was klug ist, doch was du Wissen nennst, ist nur Information, die dir gegeben wurde von, wissen sie es schon von diesen 1%, die man Despoten nennt. Die wollen, dass die Fabrik aus allen Schloten brennt. Egal, was da kommt, egal, was in 20 Jahren ist. Euer Scheffel macht, weil er sich scheinbar nicht im Klaren ist, dass er Verantwortung für den scheiß Ast hat, auf dem er sitzt, sägt ein an, bricht der Ast ab. Kackt auf den Tisch, von dem ihr es gewährt. Wasserstoffbomben auf euer eigenes Nest. Und das nur, weil jemand sagt, ihr sollt es machen. Das nächste Mal, wenn jemand fragt, bitte ich euch, ihn auszulachen. Das nächste Mal, wenn jemand fragt, bitte ich euch, ihn. Naja, egal, auf jeden Fall zurück zu mir. Ich sah euren Planeten und war faszinierend, spektakulär, antik. Da schau ich doch mal rein, probiere selber aus, ein Idiot zu sein. Der Mist ist, ich war Stein und Bein. Jetzt fällt mir einfach nicht mehr mein verdammter Rückweg ein. Und ich bild mir schon ein, ich wär schon immer hier gewesen. Geboren und erzeugt von ganz normalen Erdenwesen. Spuck und Kotz und Kack ab wie ihr. Dabei mag ich doch nur Urlaub hier. Doch ich mutier zum Tier und krepier schon schier, weil ich den Film, den ihr fahrt, einfach nicht kapier. Aber trotzdem kopier, das ist ja die Kacke. Mein Hirn kopiert, sobald ich hier den Fernseher anmache. Ich sehe und verlache alles, was da kommt. Am nächsten Morgen wach ich auf und denke prompt. Ich brauch ein Auto, ein Fruchtsaft, ein Handy, ein Rucksack, eine Freundin, ein Tic-Tac, ein Laden mit Kundschaft, ein Bunker, eine Band. Nee, noch besser Hip-Hop, denn Hip-Hop ist so simpel wie das Konzept von einem Flip-Flop. Ich werde einfach reinweise Reime, Reim und diese Reinweise in die Mikrofone reinzuschreien. Das wird super, ich merk es schon jetzt, dass mein Leben eben wieder richtig fetzt. Ich schätze, ich setz mich, denn wer hetzt, der verletzt sich. Letztlich ist alles, was nicht fetzt, auch ersetzlich. Und so erkläre ich diese Gegend jetzt zur Kirmes. Alles ist ein Spiel, sogar Wirrnis. Angst, Schmerz, Leid, Betrug. Alles Spielarten und ich bin am Zug. Ich mache die Rochade, versetze meinen König, nehme meine Dame und schlage ihn persönlich. Das führt zu Abstoß bei 100 Meter tief, tauchen Touchdown. Wir müssen alle durch den Sieg laufen. Ha, wer hat doch gelacht? Spielregeln werden besser selber gemacht. Warum auch immer, ihr Spinner, mein Ami wird immer schlimmer. Ich immer in meinem Zimmer und hab noch immer kein Schimmer, wie ich nach Hause komm. Nach Omega.